Hallo, hier ist wieder euer Darkuru mit Terranigma. Yay! Und wir sind im Laborturm auf dem Weg zum schrecklichen Beruga, der uns in eine tiefe Schaffenskrise gestürzt hat. Aber unser Held hat sie überwunden und die können mich hier alle mal tierisch am Arsch lecken. Hopp, stirb. Jetzt stirb. Ja, das war ja sehr, sehr, sehr schön. Nächstes Gebiet. Musik wechselt. Freya's Theme, so Fader. Wieso Freya? Freya ist doch ein Gott. Egal. Es ist lange her. Bla 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 und bla bla. Nimm diesen Hebel. Hier, ich werf ihn dir zu. Nein, ich muss jetzt hier ungefähr, glaube ich, zeitgleich. Dann los. Und irgendwie haben wir irgendwas geöffnet. Und yo, dann fehlt jetzt nur einer im Bunde. Das ist der Roy. Zumindest glaube ich, dass er fährt. Bin mir auch nicht ganz so sicher. Werde ich gleich sehen, sobald ich hier ein bisschen rumgelaufen bin und mich frage, wo lang denn nun? Probiere ich es einmal hier. Roboter explodiert. Roboter explodiert. Ja, wenn das mit den Endgegnern auch so leicht wird, ja, dann ist das Spiel so gut wie erledigt. Schauen wir mal. Kein Geheimversteck. Nix. Wie langweilig. Probiere ich einfach noch die Tür nach unten. Ich bin mittlerweile sicher, dass ich da nach oben muss. Also gucke ich einfach mal hier rein. Was haben wir denn hier? Noch mehr Roboter. Zack. Und Level 29. Ja, das nehme ich mit. Warum auch nicht? Yay. Na komm. Glück. Bla bla. Und jetzt. Hoffentlich kriege ich die Erfahrung. Satz neu konstruieren. Offensichtlich bekomme ich die Erfahrungspunkte, sobald ihr Lebenspunkte auf Null gesunken sind. Also bevor diese Ich explodiere nun Animation kommt. Zack, stirb. Okay, dann stirb halt nicht. Aber jetzt. Wow, die sind wirklich ein bisschen hartnäckiger. Jetzt werfen die hier mit Granaten. Das wird ja immer schlimmer. Mache ich einfach den hier. Zack. Tja, ihr habt mir überhaupt nichts entgegenzusetzen. Und nun nach drüben, mit Rüben drüben. Und weiter geht's nach oben. Zack, zack, zack. Und da fehlt irgendwie der Typ, der ihn lenkt. Das ist, eigentlich ein Platz zum Sitzen. Zumindest kann ich schwören, dass es so ist. Egal, weiter. Roboter tot. Roboter tot. Nach unten. Ich geh jetzt hier echt wirklich lang. Scheiße. Dann guck ich nochmal nach oben. Oder? Hier geht's doch niemals ein Leben lang. Da müsste jetzt Roy gleich auftauchen. Ah. Aha. Hey, solltet ihr nicht eigentlich explodieren? Hallo? Explodieren. Tut, was ich sage. Ja, ich doch, hier bin ich richtig. Also gucke ich mir nochmal kurz das Gebiet da oben an. Einfach, weil ich schrecklich neugierig bin und wir jetzt hier richtig Gas geben. Scheiße, viel Geld. Das brauche ich. Zap und bang. Und weiter geht es. Dann hier nach oben. Umgelogen. Zack. Explode. Und da ist wirklich eine Sackgasse. Ein Drecker. Auch. Habe ich noch Geld gehört? Das Design und die Musik. Also ich finde, das entsteht dabei eine ziemlich geile Stimmung, wollte ich sagen. Stimmung. Die ein gewisses Maß an Dramatik hereinbringt. Zack. Und weiter. Wieder diese Blobs. Die Würfelblobs. Wieder unsere ferngesteuerten, eigentlich zu steuernden. Zap, zap, tot. Rutsch. Wieso mache ich den nicht mehr mit einem Angriff tot? Oh, das stimmt doch nicht mehr. Zack. Tot. So soll es gehen. Genau. Weiter geht es. Und jetzt treffe ich bestimmt auf Roy. Nein, doch nicht. Wie blöd. Zack. Kann ich ihn runden? Nein. Schade. Bin ich da drüben schon mal lang gelaufen? Bin mir gerade unsicher. Na, selbst wenn, es wäre eine Sackgasse. Unnötig. Zap. Und zap. Stirb. Sie hätten wirklich mehr Schaden aus. Vorhin habe ich die immer mit einem Angriff tot gemacht. Oh, dramatische Musik. Roy! Yay! Ich hätte nie gedacht, dass ich dir helfen könnte. Mit seinem Ballermann. Das ist nämlich ein Geschützturm. Habe ich jetzt auch einen kleinen Moment gebraucht, um da den Geschützturm zu erkennen. Und bam, 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 bam. Zack. Gehe nun, sprach er, was ich viel zu schnell weggedrückt habe, aber noch genug Zeit hatte zu lesen. Wieder nervige Roboter. Stirb, stirb, stirb.
Zack, zack. Ha, beinahe ein kleines Orchester, muss ich jetzt hier zugeben. Egal, weiter nach oben. Dieser verfluchte Turm, wie hoch mag er wohl noch sein? Na, ich kenne eigentlich die Antwort, aber... Egal. Weiter stürmen. Muss ja jetzt schnell reden und alles machen, damit man das Gefühl hat. Oh mein Gott, dramatische Szene, ich beeile mich total. Zack. Obwohl ich mir hier eigentlich jede Ecke angucke und schaue. Vielleicht sich hier denn noch was finden. Oho. Meine Kiste, die öffne ich. Vitalelixier, hey. Nein. Er will mit einem Luftschiff fliehen. Ich muss seine Luke öffnen. Nur wie? Nur wie? Am besten gehe ich hier mal nach drüben. Ah, hier haben wir die andere. Mailin. Genau. Jeder hat jetzt so seinen Raum. Diese dramatische Szene. Alle Helden müssen jetzt genau sich abtimen. Das muss der Schalter für das Fenster sein. Bereit. Jetzt. Klick. Ist gemacht. Hoffentlich. Selbst wenn nicht, ist total egal. Ich muss jetzt hier weiter runden. Wusch. Yep. Ah, ich Idiot. So, stirb. Ich hab Geld gehört. Nehme ich mit. Stirb. Yay. Und weiter geht es. Nach oben. Ah, ich laufe definitiv richtig. Zap, zap, zap. Die Seite war total egal. Okay, ich laufe definitiv falsch. Hätte jetzt hier nicht was sein müssen? Und dann halt nicht. Kann ich auch mitleben. Gehe ich halt nach links. Links klingt auch viel schöner. Links ist eine Sackgasse. So ein Scheißdreck aber auch. Boom. Wieder mehr Geld. Yay. Ich weiß zwar nicht, wozu ich es brauche, aber ich habe immer mehr davon. Und jetzt schauen wir hier, wer denn der war, der diesen Schalter gedrückt hat. Habe ich etwa falsch gedrückt? Das kann natürlich vollkommen sein. Und diese blöden Typen mit ihrem Scheißschuss. Die kosten mich immer mehr, dem. Will ich es nochmal? Nee, hab ich gedrückt. Dann gucke ich jetzt mal zu, ja, Mai Jolie. Mai. Kamurai. Also hier, der Chef, du weißt schon, Mai Jo. Genau. Beeilung, komm schon. Ja. Also wohin soll ich denn jetzt? So ein Dreck aber auch. Zack, stirb. Oh. Zack. Okay, ich muss auf jeden Fall zu der komischen Luke. Zu den Löchler. Denke ich mal. Vermute ich mal. Und dann den gehe ich vorbei, weil die mich nur noch nerven. Zack. Zadarab. Und ich hätte schwören können, dass ich hier jetzt irgendwas machen muss. Irgendwas Cooles. Was Hellenhaftes. Ha! Haha! Was Hellenhaftes. Und Luftschiff erreicht. Röms. Keine Ahnung, wie es funktioniert. Auf jeden Fall bin ich auf Luftschiff. Und hier haben wir die anderen beiden. Hey. Ich liebe dieses Risiko. Ja, das gefällt mir. Gleich wird ein großer Showdown. Yay. Yeah. Ah, geil. Zeitbomben. Wow. Eben noch die Welt komplett wiederbelebt, total tiefes Mittelalter, jetzt haben wir Zeitbomben. Yay, und nicht einer hat bisher irgendwo eine Schusswaffe benutzt. Und so ein dezenter Hinweis darauf, dass wir gleich mit Bomben und so zu tun haben. 7 habe ich davon, und wo verteilen die die? Also, die reden hier von, ja, wir geben jeden Computer so eine Zeitbombe und die rennen hier einfach weg, während ich den Scheiß machen muss. Asozial. Jetzt haben die ja Panzerfäuste. Alter. Zap. Tot. Ja, stärker sind sie nicht geworden. Und jetzt gehe ich hier hinüber. Und eine Sackgasse. Scheiße. Und töte ich dich mit einem Schlag. Ha, erwischt. Jetzt muss ich mir das Auge kratzen. Jetzt habe ich da beide Hände fürs Spielen. Zack. Stirb. 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 Oh Gott, ich brauche hier gleich was zu essen, so ein Dreck aber auch. Ha, da ging's weiter. Habe ich nicht gesehen. Eine Etage höher.
Ah, ausgewichen. Und hinein. Mit viel Glück hatten uns... Boah. In letzter Zeit stelle ich mich echt blöd an. Für ihre Lebenspunkte total unnötigerweise. Hier sollten gleich zwei Rechner sein. Yeah. Leg deine Zeitbombe. Jetzt sagt er jedes Mal die Sache mit dem Computer. Bomben wird er nicht entkommen. Die Berge stehen unter unserer Kontrolle. Genau, ihr seid zwei Leute. Und Latsche, Watsche, Watsche. Nach hinten. Keine Ahnung, wo das sein soll. Jetzt nehmen wir noch eine Zeitbombe. Damit haben wir die knapp die Hälfte schon gelegt. Yay. Yay. Ich ignoriere die Gegner, weil sie lästig sind. Und weil das hier eine Sackgasse ist, hat für einen Sackgang noch dazu. Oh, Dreck, ey, wie mich das ankotzt. Dann schauen wir hier, Sackgasse. So, jetzt muss ich noch was essen, weil ich sonst sterbe. Ich habe noch 4 Götterknollen. Schön hast du mitgedacht, Freundchen. Wirst für einen Endkampf unendlich viele brauchen. Hast noch genau 4 Stück. Wie ich es liebe mitzudenken. Boah, ärgert mich sowas. Haben wir die Bomben. Gehe ich halt hier dran vorbei und schaue weiter nach oben. Zap. Und natürlich lande ich wieder direkt in ihm. Weil ich die Entfernung für die Angriffe falsch einschätze. Seit längerem. Warum auch immer. Jetzt kommt das Geräusch von... Ey, Ark, du stirbst gleich. Zap. Dann hier rüber. Zack. Gehen wir nicht auf Sack. Tot. Im Prinzip habe ich überhaupt gar keine Ahnung, ob ich hier richtig laufe. Ich laufe einfach so nach Pi mal Daumen, zack. Das sah richtig aus. Was? Noch eine Stufe? Okay, warum steige ich jetzt so schnell Level auf? Geben die so viel Erfahrung? Mistgegner. Nächste Bombe gelegt. Ich hätte schwören können, dann könnt ihr wenigstens noch eine legen oder so. Nein. Da. Unsymmetrische Schiffe, wie ich sie hasse. Zack. Unsymmetrie, Unsymmetrie. Zack, hier, nein. Und dann hier nach oben. Zack, tot. Yay. Na, fuck. Jetzt stirbt doch mal. Oh, und wieder fast tot. Kotze aber auch. So, hier haben wir 2. Wow, das hätte jetzt auch ins Auge gehen können. Nehmen wir noch eine normale Knolle, bla bla. Ach Gottchen, ein bisschen schneller, so einen kleinen Tick schneller. Es kostet doch liebe Zeit meiner Abonnenten und meiner freundlichen Zuseher, die mich noch gar nicht kennen. Hallo, ich bin der Dakuru, egal. Weiter, Bombe legen, zack. Und Bombe legen, ich glaube, jetzt fehlt noch eine Zeitbombe. Oder? Gucken wir mal nach, wie viele Zeitbomben habe ich denn noch? Yep, noch eine einzige fehlt. Ha! Aha, es geht voran. Und ich weiß gerade absolut nicht, wo die eigentlich noch hin muss. Das ist vielleicht dezent lästig. Ja klar, jetzt besiege ich mit einmal. Den Weg bin ich schon gegangen. Nach rechts kam ich dann von links. Von da oben bin ich gerade gekommen. Hier kann ich noch abbiegen und gucken. Das Geld ist mir jetzt ein bisschen Banane. Jetzt mache ich die alle mit einem Schlag fertig. Ich glaube, aus der Richtung bin ich gekommen. Ah. Hä? Hä? Aha. Hä? Bin ich aus der Richtung wirklich gekommen? Scheiße, bin ich. Dreck aber auch. Gut, sollte es ja dann symmetrischerweise auf der anderen Seite genauso ein Stück geben. Also wenn ich jetzt hier gleich an der Stelle symmetrischerweise hier rüberlaufe, sollte ich einen ähnlichen Abschnitt erleben. So technisch gesehen, ne? Sag mal, stirbst du auch mal? Och, jetzt brauche ich die Kohle, ich brauche noch Götterknallen, den ganzen Kack. Weiter geht es. Komm schon, ich habe noch 15 Sekunden, um die letzte Bombe zu legen. 10, 9, ach, im Prinzip ist es egal, weil ich sowieso anders schneide. Aber wenigstens hatte ich mit meiner Theorie recht. Hier erstmal die Bombe. Letzte Bombe.
Was hast du denn vor? Okay, theoretisch sind jetzt...